Internetkriminalität ist zu Ende. Religiöses Komport. Unsere Sicherheitsdienste beobachten seit einiger Zeit die Engel der himmlischen Gerechtigkeit, eine Gruppe religiöser Extremisten. Kürzlich getätigte Aussagen der Gruppenführung geben Anlass zur Besorgnis. Die Organisation ist militanter geworden und befürwortet Gewalt und direkte Angriffe auf die Feinde Gottes, insbesondere auch auf ihre Regierung. Wir glauben, dass sie eine reelle Bedrohung unserer Sicherheit darstellt und sollten sie demzufolge genau beobachten. Okay. Und wir haben ein Dilemma. Kein Zugriff ausländischer Unternehmen auf IT-Infrastruktur. Die Verbesserung unserer Kommunikationsinfrastruktur hätte den Kauf von Hardware von einem bedeutenden ausländischen Unternehmen mit starken Verbindungen zu einer ausländischen Regierung und zweifelhaften Motiven zur Folge. Sicherheitsexpertinnen haben ernsthafte Besorgnis geäußert, dass die unsere Sicherheit gefährden und fordern, dass das Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt wird. Option A, Zugriff des ausländischen Unternehmens verbieten. Die Gesellschaft ist zunehmend von Internet und Telekommunikation abhängig. Ist es wirklich sinnvoll, fragwürdigen ausländischen MachthaberInnen in die Lage zu versetzen, unsere Infrastruktur zu kontrollieren? Moderne IT-Systeme sind so komplex, dass wir nie ganz sicher sein können, was genau das Unternehmen einführt. Und im Falle eines Konflikts mit dieser Nation wird es für Reue über unsere Nachlässigkeit zu spät sein. Zugriff des ausländischen Unternehmens zulassen. Die Einmischung seitens des Staates nimmt fremdenfeindliche Züge an. Natürlich wäre es wunderbar, wenn wir wichtige Sicherheitsausrüstung zu Schnäppchenpreisen bei uns herstellen könnten, aber in der realen Welt müssen wir im Ausland kaufen. Das Verbot dieses Unternehmens würde unsere gesamte Infrastruktur enorm verteuern, ohne einen spürbaren Gewinn zu bringen. Na, Horst, ihr sagt das schon ganz schön, Guerillaschieb war's. Schöne Umschreibung für Huawei. Also das springt einem ja regelrecht ins Gesicht. Um welches Unternehmen es geht. Und insofern ist auch hier Democracy 4 wieder super aktuell. Ja. Und würden wir über ein demokratisches System reden, in dem es freie Wirtschaft gibt, Meinungsfreiheit und nicht zufälligerweise gerade Tausende von Uiguren in Internierungslagern stecken, würde ich sagen, why not? Da das aber alles nicht der Fall ist, bin ich bei Zugriff verbieten. Ja, ich bin da total bei dir. Und ich sehe gerade, dass wir wieder einiges an Frame Drops haben und wir senden gerade mit geringer. Ich hoffe, ihr hört uns noch. Oh Mann, ey. Naja, es ist an der Zeit. Ich werde mir das zum Anlass nehmen, morgen auf jeden Fall bei meinem Internetanbieter zu fragen, wie es aussieht mit G5. Das soll nämlich jetzt verfügbar sein. Und dann sollte ich Übertragungsraten haben, die auch bei geringer Signalstärke Streamen erlauben. Und da sind wir direkt auch wieder beim Thema, ne? Genau. Ich finde es auch ein bisschen interessant, dass uns China bei all den Spielen immer wieder so ein bisschen verfolgt. Also nicht, dass die Chinesen uns verfolgen, sondern dass dieses Thema bei jedem Spiel so ein bisschen auftaucht. Ja. Und ich sage Uiguren und Genozid und hier geht gar nichts mehr. Das ist ein bisschen irritierend. Aber es ist tatsächlich jetzt auch aus, nachdem Horst die Funk gesagt hat, dass seine Latenz riesig ist, ist jetzt der komplette Bildschirm schwarz. Bei der Wiedergabe dieser Inhalte ist ein Fehler aufgetreten. Sagt's. Tja, und da sollten wir jetzt zurück sein. Warte. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal, ich muss mal neu laden. Ich lade mal neu. Ich bin ja auch ein bisschen gespannt, ob irgendwer gehört hat, was wir so erzählt haben. Ja, ich glaube, wir sind wieder da. Und Belana schreibt gerade im Chat, sie dachte, das... genau. Ja, es liegt nicht an euch, es liegt tatsächlich an meiner schlechten Verbindung. Ich hatte gehofft, dass einfach den Schnee vom Dach zu räumen dabei hilft, dass ich bessere Verbindungen habe. Aber es hat anscheinend nichts gebracht. Aber wir sollten, es sollte jetzt wieder ein Bild an euch rausgehen, hoffe ich. So,
Ja. So, ich habe Zugriff des ausländischen Unternehmens verbieten mit der Begründung, die du gerade abgegeben hast. Kapitalistinnen finden es doof, Patriotinnen finden es großartig, BIP minus 4%. Ja, damit muss man dann Okay. leben, wenn man eine Haltung hat. Ja, noch zwei Runden bis zur Wahl. Prost. Ach, und vielen Dank, liebe Belana, für deine lieben Wünsche, dass ich nicht krank werde. Ich tue mein Bestes. Aber wir haben immer noch das kaputte Fenster hier. Es ist immer noch die Polsterfolie davor. Draußen ist kalt. Insofern, ich bin gut eingepackt. Im Zweifelsfall hole ich mir später noch eine Wärmflasche, dann ist alles gut. So, unsere zu die Popularität nimmt zu. Da haben wir sicherlich einiges Gutes getan mit der Rede, die wir eben gehalten haben. Und jetzt würde ich gerne mal tatsächlich bei Recht und Ordnung gucken. Ja, Bodycams. Wäre nur für 12 zu haben. Einkommensabhängige Bußgelder. Ja, jetzt sind wir wieder in der Staatsreligion. Umsetzungsfrage. Sterberecht. Wir haben hier Antikorruptionsbehörde, könnten wir machen. Korruption ist bei 20%. Aber brauchen wir nicht Ja, das ist zwangsläufig jetzt jetzt gerade, nicht. also es ist halt nicht unser drückendstes Problem, aber es sind jetzt nicht viele Sachen. Hey, Horsti! Horsti, herzlichen Dank für die Erneuerung des Abos. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Seit 6 Monaten ist er dabei, der Horsti. Krass. Wie Ja. die Zeit vergeht. Aha. Belana fragt mich auch gerade, ob es einen Grund gibt, warum das Fenster so spontan riss. Also möglich. Es gibt zumindest keinen definitiven Auslöser. Es ist nicht so, dass irgendwas davor gestanden hat. Weiß ich nicht, ein Kollege meinte, mir ist das passiert. Ich hatte einen Wasserkocher vor dem Fenster stehen, habe ihn angemacht und dann ist das Fenster kaputt gegangen, als es draußen kalt war. Das ist alles nicht passiert, sondern so wie es aussieht, ist es einfach nur ein Verarbeitungsfehler. Das scheint zu passieren. Ein spontaner, wie hieß das? Spontaner Sprung? Spontaner Glasbruch. Irgendwie. Und das scheint wohl bei diesen Fenstern häufiger zu passieren. Okay. Insofern. Leider weiß ich nicht mehr. So, ich habe jetzt bei Recht und Ordnung nicht wirklich was gefunden, was uns helfen könnte. Ich glaube, wir sollten, also wir können halt überlegen, ob wir noch was machen. Wir sind immer noch im o Überschussbereich, was wirklich großartig ist. Das heißt, unsere Schulden haben ein klein wenig abgenommen. Wahrscheinlich auch, weil unser Zinssatz gesenkt wurde. Weil unsere Ja, Bonität hochgestuft ist. also mein Gefühl sagt mir gerade, lass uns den Überschuss so lange halten wie möglich, weil gerade die Ja. Weltwirtschaft sinkt. Und Ja, stimmt. wenn wir den noch ein bisschen ausbauen, wenn wir den noch ein bisschen ausbauen können, ist cool. Also wenn wir vielleicht irgendwie über 1 Milliarde kommen oder so, das ist ja jetzt gerade ganz knapp. So dass wir die Staatsschulden auch ein bisschen abbauen können. Zinsen sind eh schon reduziert. Und dann haben wir vielleicht irgendwann so ein bisschen Puffer, dass wir wirklich in diese Wirtschaftsförderung reingehen können. Weil Ja. schlussendlich muss man halt immer rechnen, jeder, in dem Fall Euro, den wir ins System reingeben, der muss sich halt auch irgendwie rechnen. Es bringt nichts, wenn wir quasi das Geld verbrennen. Ja. Das stimmt. Jetzt gesagt, wir könnten vielleicht noch mal bei
der Tabaksteuer gucken, ob wir da ein bisschen hochgehen. Bei mir ist übrigens gerade wieder die Verbindung zusammengebrochen zu Twitch. Auf meinem Laptop. Ah, jetzt geht's wieder. Ja. Jetzt geht's wieder. Wir waren jetzt gerade. Wir waren jetzt gerade weg. Es ist immer wieder an und aus. Die Frage ist, ob wir irgendwas machen können dagegen, gerade. Nee, ich glaube nicht. Also ich denke, das liegt an meiner Seite. Das Problem ist, glaube ich, hier, Problem liegt direkt hier, dass ich nicht mit genug Geschwindigkeit nach außen komme. Okay. Also du kannst wahrscheinlich nichts machen. Das liegt alles an meiner Seite, fürchte ich. Würde es irgendwie helfen? Er liefert jetzt die Bilder nach, aber ja. Okay. Na, immerhin liefert er was. Das ist ja schon mal schön. Auch wenn alles jetzt ein bisschen später sehen. Mhm. Übrigens, das mit der Tabaksteuer finde ich auch gerade ganz schön. Weil ich glaube, das war doch auch noch so ein Policy-Vorschlag vom Wochenende. Die Tabaksteuer zu erhöhen in Deutschland. Ja. Mhm. Fände ich jetzt auch nicht schlecht. Tatsächlich. Okay, wir brauchen wir können da ruhig hochgehen. Ich würde so an die Grenze gehen mit 8, damit wir noch was über haben. Ja, das finde ich gut. Weil wir haben immer noch die Atemwegserkrankungen. Wir tun auch so mit Mehreinnahmen was für die Gesundheit. Bauen hoffentlich unseren Überschuss aus. Tatsächlich. Und ich hätte jetzt gesagt, lass mal vielleicht. Finden wir denn noch was, was vielleicht den Religiösen gut tut oder so? Hier hätten wir noch Abteilung für Sozialbetrug. Normalverdienende und Konservative finden das gut. Naja, dann hätten wir mal wieder was für sie getan. Und grundsätzlich ist es ja jetzt auch nichts Verwerfliches, eine Abteilung zu haben, die sich damit auseinandersetzt. Na klar. Kostet auch nur 4. Und ja, da sind wir, ist ein Nullsummenspiel. Wir können es auch ein bisschen hochsetzen, sodass wir plus minus null rauskommen quasi. Ja, das finde ich gut. Ja, tun wir tatsächlich was für Normalverdienende, was wirklich gut ist. Und wir haben zwar ein bisschen negativen Effekt bei den Armen, aber da stehen wir ganz gut da. Haben wir noch 8? Horsti schreibt gerade im Chat, die Internetgötter fordern ein Blutopfer. Gottes Willen, ja. Ich weiß gerade noch nicht, was das Blutopfer sein könnte, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir darüber ernsthaft Gedanken machen möchte. Ja, korrekt. So, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre, dass wir vielleicht hier mal bei Unternehmerflucht gucken, was diese Unternehmerflucht vor allem treibt. Und da sehe ich als Körperschaftssteuer einen riesigen. Und das Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht haben wir ein bisschen hochgesetzt, wenn mich nicht alles. Nee, wir haben es runtergesetzt. Ich glaube, das war vorher noch krasser. Wir hatten super starke Gewerkschaften und wir haben das schon so ein bisschen eingeschränkt.
Ich fänd es nicht schlecht, wenn wir hier noch, also wir sind ja trotzdem pro Gewerkschaft. Im Endeffekt geht es ja darum, gleiche Rechte für alle zu bringen, beziehungsweise alle in die Möglichkeit zu bringen, dass man miteinander eine Lösung findet. Insofern finde ich das ja ausgeglichen vom Prinzip jetzt nicht falsch. Der tut Streik tatsächlich was. Ja, genau, es tut am Ärztestreik was und auch an der Unternehmensflucht. Produktivität steigt etwas. Ja, Löhne und Sozialismus geht ein klein wenig zurück, aber diese auf die beiden Probleme, die Auswirkungen sind tatsächlich verlockend, finde ich. Ja, es geht mir genauso. Dann, ich finde das gut. Übrigens sind wir, glaube ich, schon wieder raus, sagt mein Tablet. Hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Dann hoffe ich, dass mir ganz schnell jemand widerspricht und dann ist auch alles wieder total gut. Ja. Okay, wir machen das hier jetzt. Ja. 6. Haben wir noch 2 und die nehmen wir mit rüber in die letzte Runde vor der Wahl. Das finde ich gut. Okay. Nationaler Sportstar von ausländischer Supermacht mundtot gemacht. Wenn Sport zum Business wird, müssen Athletinnen erst ihre Verträge überprüfen, bevor sie ihre Meinung äußern. Eine reuevolle Entschuldigung wurde einer ausländischen Regierung gegenüber ausgesprochen. Diese hatte an der öffentlichen Befürwortung einer Protestbewegung in ihrem Land Anstoß genommen. Liberale und Patrioten und Auslandsbeziehungen leiden darunter. Das ist doof. Ja, religiöser Komplott ist uns... Das ist aber gesunken. Das war eben noch bei 800. Um Gottes Willen, jetzt haben sie 666 Mitglieder. Die Nummer des Tiers. Nee, die Zahl des Tiers. Krass. Okay, bei denen, die jetzt zusehen, läuft es flüssig, Romy. Gott sei Dank. Das finde ich großartig. Ja, wir können Wahlversprechen abgeben und wir könnten nochmal eine Wahlkampfrede halten. Wir haben kein Dilemma, vor dem wir jetzt stehen. Wir gucken mal kurz die Probleme an. Atemwegserkrankungen sind gleich geblieben. Überfüllte Krankenhäuser immer noch. Ärztestreik geht zurück. Die nicht konkurrenzfähige Wirtschaft hat einen Knick nach unten bekommen und Unternehmensflucht wird in ein paar Runden anfangen runterzugehen. Achso, und hier oben haben wir noch die Krise der illegalen Einwanderung. Popularität, sind wir weiter nach oben gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten jetzt Wahlversprechen, wir könnten noch eine Rede halten. Können wir mal gucken. Wahlprogramm, da brauchen wir für jedes Wahlversprechen einen politischen Einfluss und wir können wieder eine Rede für 9 halten. Was tun wir? Also eine Rede wäre gar nicht so schlecht. Bei Wahlversprechen bin ich mir halt nicht sicher, ob wir sie dann schlussendlich halten können. Also dieses laizistische Bildungswesen finde ich grundsätzlich gut. Allerdings mit unserem sehr religiös geprägten Land Blödsinn. Einkommenssteuer würde ich mir gerne zumindest überlegen, um wie viel Prozent wir das senken. Bruttoinlandsprodukt 25. Das wären halt mehrere Milliarden, also 8 Milliarden Einkommen senken, die wir versprechen würden. Also so grundsätzlich fände ich es gar nicht so schlecht, wenn wir die Einkommenssteuer ein bisschen runternehmen würden. Einfach auch, um die Normalverdienenden ein bisschen zu entlasten. Aber bei 25% ist mir dann halt doch ein bisschen Fülle. Also irgendwie brauchen wir auch Einnahmen und die Einkommenssteuer ist momentan unsere größte Einnahmequelle. Ja. Also der mit Polizei, im Endeffekt. Ja. Ja. Polizei erhöhen um 50% sehe ich auch nicht. Das wären, na gut, ein paar hundert Millionen, aber
Also auch hier wieder, ein Stück anheben könnte ich mir super gut vorstellen, aber diese Prozentzahlen sind mir einfach zu krass. Also wir können das natürlich versprechen, kein Ding. Es ist halt die Frage, was passiert, wenn wir es nicht einhalten können? Oder wenn wir jetzt hier kurz vor der Wahl sagen, oh, wir machen das mal. Wie glaubwürdig ist das? Armut senken um 25%. Ist wahrscheinlich hart. Ja, weil das auch bedeutet, also wenn wir das tun würden, könnten wir auch mehr oder weniger ein sozialistisches System fast schon aufbauen, weil in der Art und Weise, wie das da wirtschaftlich läuft in diesem System, kommst du gar nicht umhin. Und du müsstest eigentlich alles über den Staat laufen lassen. Was die Sozialfürsorge ist, was die, also quasi alles, was mit Armut zusammenhängt und die Bereiche, die Armut beeinflussen, reichen von Bildung über soziale Arbeit bis hin zu, keine Ahnung, Unternehmen. Und ich glaube, das sind so viele einzelne Elemente, die kriegen wir nicht gestemmt. Ja, und was auch schön, was auch nicht so schön ist, ist halt, dass mir nicht klar ist, wie das unsere Popularität steigert, wenn wir ein Wahlversprechen abgeben. Weil das wird auch nicht wirklich hier gesagt. Hier kriege ich nur aktuellen Wert. Und was das für eine Auswirkung hat, sehe ich halt nicht, bei wem das zu mehr Zustimmung führt. Das wäre halt noch eine wichtige Information. Auch wenn es nur einen politischen Einfluss kostet, bindet uns das ja in der nächsten Legislaturperiode genau daran, was zu machen. Ja, und Belana fragt im Chat auch gerade, ob es reichen würde, wenn wir es jetzt senken und danach wieder anheben. Also so quasi kurz vor der Wahl, kurz nach der Wahl. Und ich weiß nicht, wie aktuell deine Version ist, André. Weil ja Cliff das irgendwie wird meinte, bestraft. Er, ja, genau, er hat bestraft. Da irgendwie was Neues eingeführt. Und WählerInnen. Ja, der Zynismus der WählerInnen steigt. Ja. Genau. Das ist großartig. Und, also, Zynismus ist, glaube ich, das Schlimmste, was uns gerade passieren könnte. Ja, ich glaube auch. Also, so ein Trick wird jetzt tatsächlich ist mitgedacht im neuesten Update. Also, ist tatsächlich mitgedacht. Wir können hier also nicht rumtricksen, sage ich mal. Ja, dann lass uns lieber eine Rede halten, da wissen wir genau, an wen wir adressieren, was wir sagen und wie sich das auswirkt, wenn wir, kriegen wir auch angezeigt, zumindest so ein bisschen. Ja. Okay, wir hätten hier ethnische Minderheiten und den Landwirten könnten wir ohne negative Konsequenzen einen Gefallen tun. Wie sieht's mit der Jugend aus? Jugend mag uns so mittelmäßig. Rentnerinnen müssen wir aber nicht. Hier tun wir den Konservativen schon wieder einen auf den Sack geben. Also so viele schöne Optionen sind hier jetzt leider nicht. Ja, zumal ja auch diese Gesellschaft ja so vielfältig ist, dass es gar nicht so einfach ist, was zu machen, was alle glücklich macht. Also man sieht ja sehr schön, du sagst was und das ist für die eine Zielgruppe super gut. Und die anderen finden das halt überhaupt nicht passend. Insofern, ich fand gerade die Variante mit den Landwirten eigentlich ganz gut. Weil bei denen haben wir, glaube ich, kein gutes Standing. Oder nicht so ein gutes. Landwirte, zeigt er uns hier an, Zufriedenheit 58%. Und Mitgliedschaft in unserer Partei 7%. Und vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, das mit der Jugend. Da ist das Spiel ist jetzt auch nicht dynamisch genug, als dass man die politische Sozialisation in der Jugendzeit quasi direkt dann in den nächsten 3, 4, 5 Wahlperioden nachweisen könnte. Aber Jugend wäre jetzt prinzipiell auch nicht schlecht. Ja, wir haben die Zufriedenheit. Wir könnten hier das machen, wo wir keine negativen Effekte haben. Was wir machen könnten, hier Jugend fördern. Das gibt einen starken negativen Einfluss auf die Gruppe der RentnerInnen. Und wir könnten
hier die Rentnerinnen was tun und es gibt einen kleinen Einfluss auf die Jugend, wobei wir dann quasi netto wahrscheinlich mit einem Gewinn für ein kleiner Verlust bei den RentnerInnen rauskommen, aber einem kleinen Plus bei der Jugend. Naja, normalerweise, ganz klassisch, ist ja eigentlich die Barbeteiligung bei den Älteren immer ein bisschen höher. Ich weiß auch gerade nicht, wie die demografische Zusammensetzung unseres Landes ist. Das habe ich gerade nicht vor Augen. Man kann es ein bisschen erahnen. Wo haben wir? Rentnerinnen. Also es gibt mehr Jugendliche als Rentnerinnen. Aber wissen wir, ob die Jugendlichen auch wählen dürfen? Weil es ja eine Wahlkampagne. Ja, das stimmt. Das weiß ich nicht. Wir können auch einfach festlegen, das ist so. Die dürfen wählen, sonst würden sie uns nicht angezeigt. Ja. Und wir machen das einfach. Alles klar. Dann halten wir jetzt diese Rede. Oh. Horst ist großartig. So ein Festival, da hätte ich auch Bock drauf. Ja. Oha. So, Rentnerinnen minus 5%, Jugend plus 5%, Landwirte plus 5%, ethnische Minderheiten plus 15%. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein, genau. Ich denke, wir haben was für unsere Popularität getan. Das sollte gehen. Und wir haben noch eine Runde. Nee, wenn wir jetzt hier drauf drücken, sind wir in der Wahl. Müssten wir eigentlich sein. Jetzt können wir uns überlegen für 8. Wir haben Überschuss 2,4 Milliarden. Und die Weltwirtschaft knickt weiter ein. Wir könnten... Und wir bauen tatsächlich Schulden ab. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir ein bisschen was für die Wirtschaft tun an dieser Stelle. Mit noch 8. Ich würde das noch nicht machen. Ich würde gerne erstmal abwarten, wie tief die Weltwirtschaft absinkt. Dass wir dann unten nochmal so einen Push geben können, damit es im Idealfall wieder ein bisschen steigt. Ja, wir können die mit in die nächste Runde nehmen, die 8. Was denkst du, werden wir wiedergewählt? Was denkt ihr, werden wir wiedergewählt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich mache jetzt keine Umfrage, weil ich denke, dann sind die Internetgötter wieder böse mit uns. Und jetzt kriege ich auch schon gerade wieder ein rotes Licht angezeigt, dass Frames gedroppt werden. Guten Abend, Edelhack. Schön, dass du da bist bei diesem von Höhen und Tiefen begleiteten Stream mit ständigen Frame-Drops. Hallo. Hallo. Schön, Edelhack betritt den Chat und zack, sind wir weg. Ja, genau, sag mal. Hoffentlich. Ja, ist total reiner Zufall. Ich befürchte eher nicht, wenn ich so auf die Popularität gucke, sagt Belana. Naja, wir sind Wahlabsichten, durchschnittliche Zustimmung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das genau... wir können mal gucken, wo wir mit dem Kompass hingewandert sind. Das ist aber total spannend. Wir sind vom sozialistisch... hier haben wir wahrscheinlich gerade die Bahn verkauft. Oder so? Ich weiß es nicht. Ja, aber es ging auch nicht anders. Nee. Werden Sie wiedergewählt? Edelhack hat eine Umfrage gestartet. Ich nehme jetzt nicht daran teil, um das Bild nicht... Also hätte ja keiner gemerkt, wenn ich es nicht thematisiert hätte. Jetzt weiß man natürlich. Aber ich glaube es auch nicht. Also ich muss dazu sagen, ich glaube es auch nicht so wirklich, dass wir wiedergewählt werden. Eigentlich schade, weil wir es jetzt geschafft hätten, endlich Schulden abzubauen, loszulegen. Aber vielleicht ist das so. Ich glaube, es könnte sein, dass wir es so gerade schaffen und dass wir eventuell koalieren müssen.
Das ist vielleicht auch etwas, was ich hoffe, aber ich glaube schon, dass wir gut genug sind. Dass wir die Wiederwahl schaffen. Ich bin zuversichtlich. Ich bin wirklich zuversichtlich. Ja. Im Moment haben 3 Leute mit Nein gestimmt. Wir auch. Also ich zumindest. Ja, ja, okay. Also ich denke ja. Ich glaube schon hier. Oh. Ich habe eigentlich auf Popularität klicken wollen und jetzt sind wir weitergesprungen. Das ist etwas, was immer noch nicht behoben ist. Wir sind jetzt in der Wahl, liebe Menschen. Jetzt gucke ich mir jetzt mal groß an. Ja. Edelhack. Ja, diese Wette, der würde ich zustimmen. Ich war eben schon mit dem Schrubber dabei, das Dach zu räumen. Kein Spaß. Die anderen haben es gesehen. Also... Ja, ich bin froh, dass es nicht regnet. Wir gucken jetzt, was passiert ist. Election Results. Die Umfrage im Chat hat ergeben, nein, ihr glaubt alle nicht, dass wir wiedergewählt werden. Jetzt gucken wir mal. Haben wir ein Glück mit den Nichtwählern. Ja, und das größte Nichtwählerpotenzial lag auch eher bei uns. Tatsächlich. Und schaut mal, selbst wenn wir, ne, also wir hätten noch weniger Zustimmung bekommen können. Ich weiß nicht genau, wie das mit den, wie das mit der Koalition dann funktioniert. Die anderen haben 3% bekommen, das hätten, die könnten dann quasi Königsmacher sein, wenn wir unter denen liegen. Also. Oh. Ich bin überrascht. Ja, wir gucken uns mal Analyse an. Boah, die Normalverdienenden mögen uns wirklich nicht. Normalverdienenden, da. Oh ja, um Gottes Willen. Ja. Überhaupt nicht. Selbstständige, Liberale finden uns toll. Vermögende. Naja, toll nicht, aber UmweltschützerInnen, beamtete Personen, naja. Religiöse, dafür, dass sie eine Terrorgruppe auf uns angesetzt haben, haben aber einige von den Religiösen ganz gut gewählt. Also. Das stimmt. Also sieht wirklich besser aus, als ich dachte. Ja. Ich war optimistisch. So, Änderungen. Wir haben Schienenindustrie, okay, weil wir die Bahn verkauft haben. Alkoholkonsum und Kriminalität runtergefahren. Ja, Tabakkonsum, Arbeitslosigkeit, Währungsstärke. Nicht schlecht, also Wahlanalyse. Das ist schwer zu verstehen, wirklich. Achso, ich kann auf die Kreise klicken, um mir... Also Fokusgruppenanalyse ist es im Prinzip. Das erschlägt mich jetzt gerade so ein bisschen. Puh. Ja. Machen wir mal nächste Amtszeit. Umbildung nach der Wahl. Wir haben hier eigentlich... Unser Kabinett ist eigentlich ganz gut. Also die beiden, aber das, da kann ich mit arbeiten, würde ich sagen. Ja, also ich glaube auch, das kann eigentlich nur besser werden. Und ich finde es ein bisschen schön. Horsti sagt doch gerade, dass wir haben die falsche Einstellung, wenn gelbe Steigbügelhalter für uns werden wollen. wer waren denn bei uns die Gelben? Weißt du das noch?
Das war auch irgendwas mit Liberale. Freiheit des Marktes oder sowas, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Können wir gleich gucken, aber ich würde jetzt das Kabinett nicht umbilden, oder? Nee, ich auch nicht. Gut. Das passt schon. Oha. Ich hätte einen Vorschlag. Ja. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir mal unsere obligatorische Halbpause machen, nach anderthalb Stunden. Und ja, das ist der eine Teil des Vorschlages. Und der andere Teil des Vorschlages, ich fände es total schön, wenn ihr im Chat mal guckt, ob es irgendwas gibt, wo ihr sagt, hier, da müsst ihr mal ran. Um uns sozusagen von außen nochmal ein Stück mitzuberaten, weil es kann ja auch einfach sein, dass wir selber, da wir schon so lange in diesem Spiel sind, ein paar Sachen nicht sehen. Und ich fände es total schön, eure Vorschläge und Ideen zu hören, zu lesen.